wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit bleibt. Okay, die zwei haben wir ja schon mal gehört. Also hallo bei Tomb Raider. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Wir sind hier im geothermalen Tal. In dem Dorf von dem Jacob. Die Sophia, die Rothaarige, ist seine Tochter. Und demnächst kommen hier die böse Trinity-Soldate oder Sowjet-Soldaten. Trinity, glaube ich. Und greifen hier das Dorf an. Darum müssen wir denen jetzt behelfen. So sieht's aus. Und dazu müssen wir jetzt hier unten Leder erbeuten. Oh, der ist doch hier unten. Jo. Gibt's denn schon mal irgendwo einen Hirsch? Hier dampft's auch überall. Gut, passiert nichts. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, one shot. Gut. Also wir brauchen irgendwie 4 Fälle für die Mission, aber wir brauchen selber auch ganz viel Fälle. Trinity wird bald hier sein. Da war ein Hirsch oder ein Reh. Eichhörnchen bringen nichts, obwohl die eigentlich am schwersten zu jagen sind. Ja, da war es eigentlich gerade. So, 2 Stück. Kehren Sie zum verbliebenen Bauarbeiter zurück. Machen wir gleich, ja. Und was ist das dahinter? Das ist wahrscheinlich die Abwehrtürme. Ich nehme auch noch mit. Exotische Wildschweine, 2 Stück. 3. Die geben auch 2 Leder. So, gehen wir mal in die Höhle hier. Interessanter Ort.
Und das sieht irgendwie so aus, als ob man Feuerpfeile bräuchte oder irgendwas, oder Explosionspfeile oder Fackel oder irgendwas Feuermäßiges. Blätter sind voll, Blätter brauchen wir für die Heilung, aber geheilt sind wir auch schon. Ein Kistchen. In den reißenden Fluss hier springen ist eigentlich keine so gute Idee, glaube ich. Da kommen wir nicht hoch. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Das sind ja nur 8 Leute. Das sind nicht so viele. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Diese neuen Pfeilspitzen sehen stumpf aus. Ein stumpfer Pfeil ist besser als gar keiner. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Eindringlinge haben. Stumpfe Pfeile gibt's hier. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar gewählt. Oh, hallo. Neues Basislager. Das Lager kommt ja immer so bei Abschnitte, wo es dann weitergeht. Geht in Schnellreise. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Also, wir können eh noch kein Lager aufmachen. Doch jetzt. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Gehen wir erstmal zu dem Grüne zurück. Der wollte, dass wir 4 Holz und 4 Leder sammeln. Für die Abwehrtürme. Jacob lebt, er hat nur wenig abbekommen und wir haben sein Dorf erreicht. Jacobs Tochter Sophia hat mich fast umgebracht. Wenn ich die verlorene Stadt finden will, muss ich ihr Vertrauen gewinnen. Aber eine Armee ist auf dem Weg hierher und das könnte meine Schuld sein. Ich muss ihnen zur Seite stehen, wenn der Kampf beginnt. Da ist noch eine Kiste. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Jo.
Wieso zeigt es mir den grünen nicht auf der Karte an? Da müssen wir ja auch hoch. Jetzt gehen wir erstmal da hoch irgendwie und dann sehen wir weiter. Maschinenpistole-Komponente, gut. Das ist nicht kletterbar. Über die Seilwinde kommt man wieder runter. Oder über die Seilen. Hey, aber da hoch kommen wir nicht. Ich weiß es nicht, wie man da hochkommt. Ich grüße Sie. Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Also rechts neben mir hier, da oben. Das reicht nicht. Da steht wir müssen er, ja. Analysieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Ja, einen Moment. Vorsichtig damit. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Zweiter Turm. Das heißt, wir müssen dann wieder hier runter, oder? Also Wegpunkt kann ich nicht setzen. Das war jetzt unsere coole Rolle. Da drüben ging es hoch.
Zu dem Turm, zu dem zweiten kommen wir sowieso früher oder später. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder dahinter rum oder hier vorne rum. Gehen wir hier hinter rum. Da gibt es Pfeile. Das ist zum Schwingen, glaube ich. Gewehr freigeschaltet, gut. Auch nicht. Tauchsprung. Aber hier gibt es erstmal. Achso, das ist jetzt komplett ein. Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt das Drahtseil. Drahtseil haben wir nicht. Dann gehen wir wieder. Weil das ist ja nochmal ein komplettes Herausforderungsgrab. Die sind ja immer relativ groß. Das war kein Tauchsprung. Nee, hier gibt's nichts. Also dann gehen wir jetzt hier schnell zu dem zweiten Turm, den ich nicht markieren kann. Das da vorne ist er doch, oder? Verbündete in der Nähe, optionale Mission. Du hier. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Natürlich. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind.
Okay, das ist nur eine zusätzliche Mission. Da ist schon mal die erste. Pfeile haben wir ja genug. Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich arbeite noch daran, aber ja. Ihr arbeitet noch dran. Wir machen hier mal kurz einen Cut. Geht gleich weiter mit der Drohnenjagd. Bis dann. Tschüss.